Ja, die Pause ist jetzt vorüber. Jetzt geht's weiter, Leute. Und der Hoxton, der füllt jetzt hier die... Und jetzt kannst du mal in die Rohre reingucken, ja, Herr Finch. Ich schau mal aus. Oh. Wie gesagt, mit der Shift-X-Taste lässt du das raus. Nee. Weisen Sie den Herrn Hoxton mal bitte ein, so. Don, komm runter, lass mal kommen. Ja. Ja, ich bin falsch. Nee, nee. Ich guck's euch schon Sie vor. Wir gehen raus noch, ja. Stückchen nach links. So, und jetzt guck. Stückchen, ganz kleines Stückchen nach links. Weit. Dann ruhig ein bisschen höher noch. So müsste reichen, oder? Ja, so passt es auch. Okay. Ja. Jetzt gucken Sie mal in das Rohr rein, Herr Finch. Ja. Jupp, fertig. Vorsicht. Ja, Vorsicht, Herr, ja. Herr Finch. Kommen Sie mal da unter der schwebenden Last weg. Bisschen einziehen zu ihm. Jawohl, noch ein Spiel. Ja. Auspendeln lassen. Ein bisschen nach rechts. Ja, stopp. Reicht? So müsst du, ja, so musst du. Mal eben. Da geht irgendwo ein Telefon. Ja, so. Ich hab's auch gehört. Ich fülle. Jawohl. Schon voll, ja. Also viel kommt da nicht rein, Herr Fisch. Das ist nicht... Wenn Glück haben, kommen wir mit der Einladung sogar hin. Da kommen wir locker hin. Viel eigentlich. Ja, 60% schon wieder zu viel. Was für so viel Flächen... Stückchen nach rechts. Ja, passt. Ja. Lassen Sie laufen, gehen mit gutem Saft. Guck mal, wie das glitzert. Oh Gott, wie geht das wieder los? Warte, das stimmt doch. Nein, stimmt nicht. Sehen Sie hier, Herr Finch, Ihr Hügel ist immer noch sichtbar. Da müssen Sie darauf achten, dass es, wenn Sie es ausleeren, immer im Bereich des Rohres. Sie können das auch ins Rohr, das stört ja keinen. So, Vorsicht, der Herr Hoxton hat da ein kleines Problem. Gehen Sie mal ein bisschen unter der schwebenden Last weg. Jawohl. Reicht das schon? Nee. Sie müssen noch ein bisschen weiter. Ja. Von meiner Seite so. Passt. Ja, perfekt. Lassen Sie laufen, den guten Saft. Jawohl. Freimachen. So, kommen Sie mal zurück, Herr Finch. Jetzt auch mal zack. So. Wieder Geld gekriegt. 25 Betongießmissionen haben wir abgeschlossen. Oh, gucken Sie mal. Jetzt müssen wir das auch gießen. Ja, war vielleicht ganz gut, dass Sie das voller gemacht haben. So, dann fange ich mal an zu gießen. Oder soll ich das gießen und Sie gucken sich das Glitzern an? Ich weiß ja, wie das aussieht. Und jetzt guckt euch das an. Finchi? Ja? Guck genau hin, das glitzert. Ja, ich gucke. Oh, das ist aber schnell gegossen hier. Don, das ist ach, eine Augenweide, ist das. Das glitzert doch. So, pass auf, ich heb jetzt wieder so rüber auf den Anhänger. Ja. Ich sehe schon, was wir holen müssen. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem kleinen Kran. Der kann den Bohrer wieder zurück zur Firma? Ja, der Bohrer, den können Sie zurück zur Firma fahren und kommen dann am besten zum Stahlwerk. Ja. Sehr viel? Hi. Ich stell das Gießzeug mal lange hier hin, ne? Ja, auf bitte. Den Anhänger. Ja. Ich hoffe, das passt soweit. Ein bisschen. So, Chef, bis links. Gleich. Ja, und runter. Ja, Chefin, dann werden wir beide jetzt mal zum Stahlwerk. Mit dem Taxi, ne? Also. Ja.
Ja, wir fahren mit dem Taxi zum Stahlwerk. Welche Zug? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Maschine wir müssen. Zugmaschinen, boah. Das ist eine gute Frage, aber wir nehmen den Mobilkran am besten. Das ist falsch. Oh, was ist denn hier passiert? Eieieiei. Ich glaube, ich muss mal... Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist aber einiges schief gelaufen, glaube ich. Ja, da bin ich auch falsch. Dann ist das Schwerlastzug Maschine 1. Ach du Scheiße. Ja, der stand falsch. Ich muss hier nochmal mit der Schwerlastmaschine von der Firma kommen. Der hat die Rohre, haben die umgeschmissen. Ja. Also. Okay. Der lag auf der Seite. Wie sieht's da bei Ihnen im Auto? Ach so. Ich sehe es gerade. Ja, der lag voll auf der Seite. Das Rohr ist geflogen und die Maschine lag daneben. Ja, kann passieren. Kann ich ja schon mal in den kleinen Mobilkran. Ja, können Sie vielleicht schon das erste Element versuchen. Eventuell müssen wir den großen nehmen. Nee, das passt schon. Ja, die sind riesig, ne? Meinen Sie? Oh, da ist der Herr Finch. Wie soll ich die denn da drauf kriegen? Oh, Chefin. Ja, der länger. Ne? Aber doch nicht alle. Wie oft müssen wir denn da fahren? Herr Hoxen. Sollte wohl nicht das Problem sein, oder? Vielleicht darf ich die Zugmaschine vorher ankoppeln? Gut. Sie sind ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Aber ich versuch's. Ich würde mit dem größten unten anfangen. Weil dann ist das erste Stück, was dann ankommt. Ich versuch's. Aber eigentlich müsst ihr das schaffen. Ich glaube, er wird schaffen. Sind wir mal guter Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht noch. Warten Sie mal. Holen Sie mir mal einen von den Aufliegern hier an. Aber ich glaube, die sind von der Länge her, das passt nicht auf den Auflieger, ne? Nee. Also doch Schwerlast. Das passt nicht. Das ist so. Okay. Wir versuchen es. Standard. Aber ich glaube, das wird das schaffen. Der Kran ist gut. Immer Vertrauen in unser Material. Ei. Brauchen Sie das anchecken. Passt, ne? Ja. Okay. Das hat ein Riesending. Höher. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da überhaupt. Dass ich den. Soll ich noch ein Stück vorfahren? Kommen Sie mir mal ein Stück entgegen, bitte. Weiter. Stopp. Ich kann noch ein bisschen ausfahren. Ja, sie müssen auch noch ein bisschen drehen. Nee, noch ein bisschen andersrum. Das drehe ich gerade. Bitte? Andersrum drehen. Anders. Noch ein Stück. So. So, stopp. Stopp, nicht so weit. War zu weit. Ja, ich sehe das schon. Passt aber so gerade. Lass runter. Ja. Ich hoffe, ich kann den festmachen. Jo. Das ist nur ein Teil, ne? Ja. Wir brauchen noch einen. Wir haben doch noch eine Dings. Was haben wir? Wir haben doch noch so ein Ding, oder? Noch kein Schwerlast. Nicht? Mehr. Ja. Herr Finch? Der hört uns nicht.
Ah, Gott. Herr Finch? Ja, ich höre dich, Herr Finch. Können Sie mal bitte mit einer Zugmaschine zum Händler kommen? Mit der Schwerlastmaschine. Mit der roten? Nein, mit der roten. Nein. Nicht mit der roten? Ja. Ach, wir haben ja einen zweiten, ja, mit der orangenen. Ja. Ich habe nur die rote hier, Chefin. An der Baustelle ist die angekoppelt. Ja, dann soll er die rote nehmen. Das ist ja nur ein Weg geradeaus. Dann nehmen Sie die rote und fahren bitte mal zum Händler, ja? Ja. Ich komme da jetzt auch hin. Aber Herr Hoxton, wir haben doch noch ein schwer... Oder was? Haben wir nicht so ein Schwerlastdingen? Ach nee, den hatten wir... Ach nee, alles klar. Bin mal eben beim Händler, Grün, Herr Hoxton. Ja. Beim Fahrzeughändler, Chefin, ne? Ja. Den grünen? Ja, alles dieselben, ist doch egal. Da haben wir einen blauen, einen grünen. Ja, ich hoffe nur, die sind gleich. Ja, sicher sind die gleich. Okay. Oh Mann, ey. Also dann zum Fahrzeughändler. Ja, bitte, ja. Herr Finch. Herr Hoxton. Importfahrzeuge, stand da neu Importfahrzeuge. Ich sehe aber keine. Ist doch nicht schlimm. Muss ja auch nicht unbedingt. Ist doch nicht schlimm. Ja, den ja. Grünen, ja? Okay. Okay. Ja, Herr Finch, der steht jetzt hier beim Händler. Den nehmen Sie mit. Und bringen den dann zum Stahlwerk. Gut. Warte hier. Am Stahlwerk. Da hab ich doch. Wo soll ich denn sonst sein, Chefin? Ich muss doch irgendwie aufladen, oder nicht? Ja. Also da hat der schon Probleme, das sage ich ihm gleich. Der Kran, der Kleine. Beim Heben. Ja, von der Länge her, weil der stößt immer an das Gestänge hier. Okay. Ja, dann kommt jetzt der Herr Finch mit dem zweiten. Dann machen Sie den auch voll. Dann komme ich wieder mit dem anderen zurück, wenn ich den gesetzt habe, ja? Oder soll ich den erstmal abladen? Ja, ich könnte ja jetzt eben rüberschweben und ihn dann abladen schon mal. Ja, ich weiß nicht. Die müssen erstmal hingelegt werden. Ja, gut. Okay. Ach ja, stimmt. Dann schweben Sie mal rüber. Dauert ja auch noch einen Moment, bis der Finch da ist. Warte. Ja. Ich bleib auf der Straße stehen, ne? Ja, besser ist es. Wahnsinn, ey. Wer kommt auf so eine Idee? Wahnsinn. Unser Sockelelement gesehen, ey. Boah. Was ist das denn hier? Der hier? Herr Finch? Bleiben Sie stehen. Ja. Oder kommen Sie noch ein bisschen näher. Kommen Sie noch ein bisschen näher. Weiter. Okay, gut, das reicht. So, Chefin, okay. Ich fahre jetzt auf den Hof vom Fahrzeughändler. Ja. Und dann kommen Sie zum Stahlwerk, ja? Und da oben ist ein richtiges Schloss. Er hat nicht so große Probleme damit. Okay. Moment, stopp, stopp, stopp! Wir haben hier eine große Lieferung. Bleiben Sie bloß stehen hier. Meine Güte, kommt der hier angebrettert? Ich glaube, eine Spinne. Wo wollen Sie jetzt hin, sagen Sie mal? Hier schwer am Arbeiten sind.
Ehrlich, du musst also manche Einwohner hier haben noch zu viel Marille beim Jupp getrunken. Darf ich du musst Arschloch bitte? Sagen zu dem? Ja, der hätte mich fast umgefahren, dann wäre der die Firma platt. Arschloch! So, ich fahre den LKW ja, wieder zurück. Komm dann wieder dahin. Ja. Lad hat eben. Ey, sag mal, was ist mit dem? Was stimmt mit dem nicht? Dann kann ich wieder in die Höhe kommen hier. Bitte. Sie müssen genau drunter fahren. Das geht nur ganz genau. Da müssen Sie millimetermäßig drunter. Das Problem ist, ich hab das rote Ding noch da hinten dran. Ach, ja. Du bist jetzt mit dem roten Ding dahin gefahren? Ja. Du machst mich fertig gerade. Mal ernst? Aber das ist die orange Knöpfe. Ich meine, diese orange war nicht auf dem Hof, Chefin. Tut mir leid. Ja, aber. Abkoppeln, Gift und C. Oder einfach nur C drücken. Warte. Nein, nicht Shift und C. Dann fährt er ja das ganze Ding runter. Er muss dann nur mit der Maschine da runter. Sind Sie jetzt da, Chefin? Ich gehe wieder in den kleinen Kran. Ja, ich komme von außen reingefahren, ja. So wie gerade. Boah, da tut sich aber auch schon schwer hier mit dem Aufbau. Unglaublich, ey. Wo ist der Finchi denn jetzt? Der ist noch beim Fahrzeughändler. Ja, aber der hat dann andere Dinge noch hinten dran. Ja. Ja, Chefin, gehen Sie mal darüber, dann sehen Sie das. Ich weiß, glaube ich, was Sie meinen, aber wir bauen hier, machen erstmal hier fertig. Sonst dauert hier alles zu lange. So, ich komme wieder vorgefahren. Finchi? Ja? Warte mal eben, ich komme mal eben zu dir rüber. Mhm. Warte, ich komme mal eben rüber. Wo ist der denn jetzt? Da. Ja, du musst mit dem Ding, pass auf, ich zeige dir das mal eben. Ja? Drück einfach mal C. Ladefläche muss zum Armkoppeln verbunden sein. Ja. Pass auf, fahr mit dem Ding zurück zur Firma. Mhm. Und häng den wieder an. Und wenn du den angehangen hast wieder, dann sagst du mir Bescheid, dann komme ich rüber. Gut, oder okay. Die Chefin kommt rüber. Ach, Sie sind schon da, Chefin? Warten Sie, ich schwenk rüber. Ja. Ich muss ihn runterlassen, ja, glaube ich. Ich muss aber trotzdem rüber schwenken, nimmst du alles nichts. So, jetzt ausfahren noch ein Stück. Ja, das sieht gut aus. So schnell laufen. Ein Stück hoch und wieder nach vorne einfahren. Ein Stück hoch noch. Ein Stück hoch, einen ganzen hoch. Sonst kriegen sie nicht eingefahren. Einfahren. Ja, und jetzt runter. Nicht gerade. Perfekt. Also? Okay, das sehe ich jetzt nicht. Ja, ein bisschen. Ja, ein Stück rechts rüber. Ticken im ganzen. Nein, rechts. Und dann noch ein bisschen drehen und dann noch ein Ticken nach rechts. Ein Ticken. Kleinen Ticken nach rechts. Nicht. Im Ganzen. Okay, dann lassen Sie ihn mal runter. Ich guck mal, ob ich den zumachen kann. Jawohl. Alles gut. Der Finch kommt jetzt. Miri. Kevin. Der kann nicht kommen, ja? Weil er den roten Schwerlastdienst noch hinten dranhängen hat. Das Teil. Ach so. Ja. Weil er nicht wusste, wie er abhängen soll.
Aber das machen wir gleich. Verstehe. Haben Sie ihm das nicht erklärt gehabt? Finchi! Komm wieder! Bin auch hier mal? Jo! Hallo, ich komm rüber! Wird die Folge ein bisschen länger heute mal jetzt? So, pass auf, du hängst ihn jetzt wieder an, ne? Mhm. Und dann sag ich dir, wie es geht. Langsam, noch mal langsam. Das ist ein bisschen einfacher. Weiter? Ja, warte, ich muss einmal gerade machen. Ja. So Leute, wir sind wieder an der Baustelle. Oh, machen wir Warnblinker an. Wir lösen die Ladung. Und dann werden wir mit dem Kran das Ganze bewegen. Ich rufe die beiden nochmal eben an. Herr Hoxton? Kommen Sie mal zur Firma, Chefin, schnell. Oh je, was ist los? Yeah. Moment, ich komme. Ja, ich bin dabei. Gucken Sie sich das mal an hier. Moment, wo sind sie denn? Finchi? Ja. Und wir können es machen. Ah, was? Ja, wo sollen jetzt hin? Oben! Da kommt wieder runter! Was ist denn? Ach du Scheiße, was geht denn hier? Liegt dann irgendwo hinten auf der Straße. Ja, abgehangen! Abgekoppelt! Bist du auf der Straße, Chefin? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht da. Leute, habt ihr das gesehen? Komm rein hier. Bin drin. Liegt auf der Straße? Ich weiß nicht, ich guck mal. Der ist da eigentlich runtergekommen. Ja, der ist hier unten. An der Bahngleise. Da unten liegt der. Wie soll ich den da... Kann ich den da ankoppeln? Der zuckt ja immer noch. Der liegt auf der Seite. Ich versuch mal hier reinzukommen. Rücksetzen, Chefin. So, der Bagger ist... Der Bohrgerät ist wieder an der Firma. Ja, und der Auflieger? Der steht ja hier unten immer noch, ne? Ja, ich komm mal, ich guck mal, ja, ob ich den da. Ich bin ja schon im LKW. Ich versuche mal, ob ich den ankoppeln kann. Warten Sie mal. Wird aber schwierig, ne? Oh, das, ich glaub, da kommst du gar nicht dran, Don. Nee. Kann doch nicht wahr sein. Meinst du nicht? Ne, da komme ich nicht ran, oder? Können Sie den zurückstellen? Oh je, Leute. Nee. Ich versuche es. Warten Sie mal. Mal gucken, ob ich dann rankomme. An dem Moment. Nicht mit dem Baum da. Ist so ein bisschen weiter hier vor. Krieg ich gar nicht angekoppelt. Weil der so schräg steht hier.
Ich hab, das war jetzt irgendwann eine Idee gewesen, Chefin. Ja. Vandale. Ja, er drückt sich aber ein bisschen. Ja, ich mach mal gar nichts. Ich guck euch mal zu, wie er hier macht. Und wie das Dilemma hier weitergeht, Leute, ob wir den Auflieger da wieder rauskriegen, dann sehen wir beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dann. Ja. Ciao. Jawohl, ja. Tschüss.